Dann fahren wir jetzt fort. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir die Debatte jetzt hier erst einmal fortsetzen, bevor wir uns im Klein-Klein der Geschäftsordnung verlieren. Der Ministerpräsident hat aus meiner Sicht oder für mich persönlich etwas überraschend seine Regierungserklärung unter das Motto gestellt, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in dieser letzten Plenarwoche vor der Landtagswahl. Herr Ministerpräsident, dass Sie hier über Ihre Haltung gesprochen haben und dass Sie diese Haltung hier begründet haben, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Ich glaube, es hat Sie einfach umgetrieben vor dem Hintergrund der Medienberichterstattung und dessen, was wir alles ja auch verfolgen konnten, hier einmal auch als Repräsentant der Regierung klar Position zu beziehen. Sie haben das erläutert, und ich glaube, Sie haben an der Stelle auch vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen. Und es ist wichtig, dass wir in schwierigen Zeiten, in der unsere Gesellschaft in Bewegung ist, auch unsere Haltung vertreten und deutlich machen, dass wir als Repräsentanten der hessischen Bevölkerung hier im Landtag, aber auch die Regierung hier deutlich Position bezieht. Das begrüße ich an dieser Stelle. Ich begrüße auch die klaren Aussagen, die Sie getroffen haben. Und ich wünsche mir, dass dem Reden natürlich auch Taten folgen. Was meine ich mit Taten? Was meine ich mit, was muss man tun? Wir sind momentan in einer Situation, wo wir feststellen, in unserer Bevölkerung laufen Menschen durcheinander. Sie sind desorientiert. Sie suchen Anlehnung oft vielleicht bei Menschen mit einfachen Botschaften. Und es wird oft davon gesprochen, unser System würde versagen. Das politische System, das 70 Jahre dieses Land auf Kurs gehalten hat, das wäre nicht mehr in der Lage, den gesellschaftlichen Konsens zu sichern, unser Land sicher durch die Zukunft zu führen. Und hier ist nach meiner Auffassung aber etwas wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Symptomen und Ursachen. Ursachen, die die Bevölkerung nervös machen, die unsere Bürgerinnen und Bürger auch Angst machen. Und diese Ursachen sind es, die wir in den Fokus nehmen müssen. Wir müssen Ursachen bekämpfen. Da ist Reden gut, aber Handeln ist besser. Und was meine ich denn konkret damit? Man kann sagen, ein System versagt. Das wollen die Feinde unserer Demokratie und unserer Gesellschaft. Die wollen ein Bild in der Öffentlichkeit stellen, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, die Sicherheit zu gewährleisten. Die wollen ein Bild stellen, dass Bürger das selbst in die Hand nehmen müssen. Die wollen ein Bild stellen, unser System versagt. Unser System versagt nicht. Unser System ist gut. Es hat sich bewährt. Es hat dieses Land durch schwere Krisen geführt. Aber es gibt ein anderes Versagen. Es gibt ein Politikversagen. Es gibt ein Regierungsversagen. Und dieses Regierungsversagen muss man klar benennen, um die Ursachen bekämpfen zu können. Und das Regierungsversagen wird, dass wir ja tagtäglich in den Nachrichten berichtet bekommen, die Unfähigkeit, die Herausforderungen, die Dinge, die die Menschen umtreiben, zu lösen, statt Lösungen vorzuschlagen und umzusetzen, Diskussionen, Streit, Verunsicherung. Und, Herr Ministerpräsident, da spielt Ihre Partei in Berlin eine ganz besondere Rolle. Nicht Ihre Partei, die Union, in Streit zerfleischt sie sich öffentlich in der Sommerpause. Streit, Streit, aber keine Lösung. Und genau das ist es, was die Menschen natürlich umtreibt, der Eindruck, dass die Regierung nicht in der Lage ist, die Herausforderungen zu bewältigen.
Und auch hier in Hessen fragt man sich, wo ist denn die starke Stimme aus Hessen, die Struktur in diese Diskussion bringt, die Struktur in den Streit bringt? Wo sind die klaren Botschaften der Hessischen Landesregierung zu dem Thema Spurwechsel, zu der Frage, wie können wir Integration nachhaltig betreiben, zu der Frage eines Zuwanderungsgesetzes? Wo ist die starke Stimme Hessens, um diese Dinge zu bewältigen? Da höre ich nichts. Wo ist die starke Stimme Hessens? Wo ist die Geschlossenheit der Regierung bei der Frage, wie halte ich die Gesellschaft zusammen, bei der Frage der sicheren Drittstaaten? Wo ist diese Stimme Hessens, die sagt, ja, Tunesien ist ein sicherer Drittstaat? Wo ist diese starke Stimme? Wo ist die Geschlossenheit? Wo setzt man sich ein? Ich kann sie nicht hören. Und wenn Sie davon sprechen, Sie wollen etwas für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft tun, dann glaube ich Ihnen das. Ich glaube Ihnen das, Herr Ministerpräsident. Aber dann nicht nur reden, auch handeln. Auch handeln, wenn es schwerfällt. Sich durchsetzen, auch mal gegen Ihren Koalitionspartner, wenn es darum geht, auf Kurs zu bleiben. Dann gewinnen Sie Vertrauen für unsere Demokratie zurück, und dann haben Sie auch unsere Unterstützung. Und, lieber Kollege Wagner, Sie haben sich hier vorne hingestellt und haben auch viele Dinge gesagt, die ich unterstützen würde, auch im Umgang mit rechter Gewalt in unserer Gesellschaft. Aber Sie können sich nicht hier hinstellen, wenige Wochen vor der Wahl, und sagen, ich blende jetzt aus, dass wir Demokraten und die Demokratie und ein Landtag davon lebt, dass man unterschiedliche Ideen präsentiert, dass man den Menschen eine Auswahl liefert vor einer Wahl, dass man Menschen deutlich macht, wofür stehen denn unterschiedliche Parteien, sondern das müssen Sie auch tun. Sie müssen den Menschen eine Auswahl lassen. Sie müssen ihnen Alternativen bieten. Und dazu gehört eben hier an so einer Stelle auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Zukunft unseres Landes. Und Sie haben hier über Haltung gesprochen. Es ist viel über Haltung gesprochen worden. Und das hat meine Vorrednerin hier gesagt. Na ja, wo sind Sie denn bei der Demo gewesen oder bei der Demo? Warum haben Sie sich hier nicht bekannt? Ich will etwas zu meiner Haltung sagen. So viel Zeit ist, glaube ich, auch angemessen. Für uns Freie Demokraten und für mich ganz persönlich gilt es, dass das Gewaltmonopol ausschließlich beim Staat liegt. Ausschließlich beim Staat. Ich beteilige mich nicht an Demonstrationen, wo ich befürchte, dass sie gewaltsam enden oder in Gewalt münden. Daran beteilige ich mich grundsätzlich nicht. Und meine Haltung ist nicht, dass ich mit linken Steinewerfer rechte Steinewerfer bekämpfe, sondern mein Platz ist dann dort, wo die nämlich stehen, die diese Steine von links und rechts abkriegen. Das sind nämlich unsere Polizisten, und die vertreten unsere Gesellschaft in so einer Auseinandersetzung. Da habe ich eben eine andere Haltung, und zu der stehe ich, und entweder respektieren Sie die oder nicht. Jedenfalls ist es meine Haltung zu unserer demokratischen Gesellschaft, zu unserem Rechtsstaat. Die ist Gewaltfreiheit, und die ist eine klare Positionierung hinter unseren gesellschaftlichen Institutionen. Und das habe ich ja gehört, die wollen wir stärken. Die stärkt man aber durch Regierungshandeln, durch gute Ausstattung und durch eine Möglichkeit, dann auch im Sinne dieser Institutionen handeln zu können. Das ist die Haltung der Freien Demokraten. Aber jetzt lassen Sie mich einmal zu dem Thema, wo steht Hessen, kommen. Wo steht Hessen, und was der Ministerpräsident ansatzweise ja dargestellt hat, wie ist die Situation in Hessen? Und ich hatte mir ehrlich gesagt an dieser Stelle etwas mehr erhofft, Herr Ministerpräsident, weil die Umfragen, die wir jetzt gesehen haben, sind ja immerhin so, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht in überschwängliche Begeisterung ausbrechen, wenn Sie über die Regierung hier nachdenken, sondern dass Sie seit vielen Monaten, zumindest was die Umfragen angeht, keine Mehrheit haben. Sie haben keine Mehrheit mehr hier, und jetzt steht eine Wahl an. Und da hatte ich jetzt ernsthaft damit gerechnet, dass Sie sagen, wohin wollen Sie das Land führen, um Vertrauen auch zurückzugewinnen. Nicht, wie Sie es sehen, das Land, sondern wo wollen Sie es hinführen. Und für uns als Freie Demokraten, die womöglich ja auch mal interessiert sind, wo so der Blick der anderen hingeht, auch im Hinblick auf das, was nach der Wahl stattfindet. Wir wurden jetzt auch einfach mal mit einer Leerstelle bedacht, weil ich weiß nicht, wo Sie dieses Land hinführen wollen nach dieser Rede. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn ich mir nur zwei Themen herausgreife, das Thema
was von vielen hier angesprochen worden ist, Mieten zum Beispiel. Mieten und Wohnen. Alle Hessen wohnen und mieten oder mieten oder wohnen. Alle haben ein Haus, ein Dach über dem Kopf. Das ist teuer. Und es wird nicht nur in Frankfurt teuer, sondern es wird dann überall anders auch teuer. Es betrifft eigentlich jeden Bürger in Hessen, betrifft die Frage, wie ist die Wohnungssituation in unserem Land, direkt oder indirekt. Und ich würde es jetzt einmal anders sagen, liebe Frau Wissler, natürlich ist es richtig, dass Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch noch Eigentum haben wollen und sich ein Haus leisten wollen, eine Eigentumswohnung oder ein Reihenhaus. Dafür stehen wir zumindest, dass das in unserem Land möglich ist und ein erstrebenswertes Ziel. Und natürlich muss man darauf auch Antworten geben. Und Sie haben jetzt nun einmal fast 5 Jahre regiert. Und noch nie war das Bauen in unserem Land so teuer, und noch nie waren die Mieten so hoch in diesem Land. Und da ist Ihre Regierung doch irgendwie mit beteiligt gewesen. Oder ist das nicht so? Und wenn wir in allen Parteien schwierige Situationen diskutieren, z.B. wo sollen denn neue Wohnungen entstehen? Wo soll Bauland geschaffen werden? Wenn dann anstatt zu fragen, was kann man umsetzen, dann Ihre Parteikollegen hier aus dem Landtag und aus den Kreisverbänden dann gegen potenzielle Neubaugebiete, über die man nur redet, jetzt schon demonstrieren, glauben Sie, dass das ein Lösungsvorschlag ist für die Zukunft? Ist das ein Lösungsvorschlag? Und darum muss ich ganz klar sagen, das Thema Mieten, das Thema Wohnen, das ist viel mehr als sozialer Wohnungsbau. Ja, es ist auch sozialer Wohnungsbau, aber es ist viel mehr, weil das in die Mitte der Gesellschaft geht. Es betrifft alle, fast alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und darum muss eine Regierung darauf Antworten geben und muss auch sagen, wofür sie steht und was sie in der Zukunft tun möchte an dieser Stelle. Und ich bin auch etwas überrascht, dass kein Ton zu dem Dieselurteil in Frankfurt passiert ist. Ich bin überrascht. Kein Satz zu einem Urteil, das unfassbare Auswirkungen auf Tausende, Hunderttausende oder über 1 Million Bürgerinnen und Bürger in unserem Land hat. Kein Ton dazu heute bei dieser Regierungserklärung. Ich muss sagen, das macht mich schon ein bisschen sprachlos. Sie müssen sich überlegen, wir haben mehrere Hunderttausend Menschen, die ein Dieselfahrzeug fahren, das nicht mehr nach Frankfurt hineinfahren darf. Das haben Hunderttausend von Menschen haben einen Vermögensschaden erlitten. Das geht in die Milliarden. Die Leute haben doch nichts falsch gemacht. Ein milliardenschwerer Schaden, den viele 10.000 Bürger, über 100.000 Bürger in unserem Land haben. 100.000 Frankfurter, die einen Benziner 1 oder 2 oder einen Diesel fahren, die dürfen demnächst nicht mehr in ihrer Stadt fahren mit ihrem Auto. Das ist doch eine krisenhafte Situation. Da erwartet man doch eine handlungsfähige Landesregierung, die sagt, wir stellen uns darauf ein. Andere Bundesländer haben tatsächlich einen Krisenstab gebildet und überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Mit grüner Regierungsmehrheit, erst angezettelt, dann Krisenstab. Aber sie haben sich zumindest einmal bereit erklärt, zu sagen, wir müssen uns diesem gigantischen Thema annehmen, das jetzt auf Tausende, Hunderttausende von Menschen in unserem Land zukommt. Kein Ton zu diesem Thema. Da kann ich nur sagen, das erwarte ich von einer Regierung, wenn so etwas passiert, wenn man hier eine Regierungserklärung abgibt, dass man zu solchen Themen hier zumindest einmal einen Weg, einen Plan, eine Überlegung darstellt, weil das wichtige Fragen für unsere Bürgerinnen und Bürger sind. Dann ist die Frage, wo soll unser Land denn hingehen? Wo soll es sich hinentwickeln? Was haben Sie für eine Idee? Wir haben für uns schon seit längerer Zeit uns eine Agenda gegeben. Wir haben uns überlegt, wollen wir nur im 5-Jahres-Rhythmus denken? Oder gibt es Herausforderungen, die vor uns liegen, die größer sind als ein 5-Jahres-Rhythmus? Und die gibt es. Es gibt globale Themen, wir haben Energiepolitik, Zuwanderung. Es gibt große Themen, die man nicht in kürzester Zeit lösen kann, sondern wo man eine große Perspektive braucht. Und wir haben ein Thema, das nennt man die demografische Entwicklung. Das ist auch ein großes Thema, das auch unsere Gesellschaft herausfordern wird, und ganz besonders hier auch in Hessen. Und darum haben wir uns damit beschäftigt und uns überlegt, was kann man tun, um unser Land fit zu machen für diese Zeit? Und wir haben uns eine Agenda gegeben, die über 5 Jahre hinausgeht. Wir haben uns eine Agenda 2030 gegeben. Warum das? Weil in 12 Jahren jeder Rentner nur noch von 2
Arbeitnehmern bezahlt wird. Das kommt nicht irgendwann in irgendwelchen Broschüren oder wir haben eine Enquete-Kommission gehabt zu dem Thema. Das kommt jetzt in 12 Jahren. In 12 Jahren passiert das. Wir haben heute 3,7 Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. In 12 Jahren werden das noch 3,2 Millionen sein. Wenn das Wirtschaftswachstum anhält, brauchen wir eigentlich 65.000 Menschen mehr für unseren Arbeitsmarkt, um das überhaupt abbilden zu können. Wir haben also eine gigantische Lücke in nur 12 Jahren. Und in 12 Jahren müssen wir darauf Antworten haben. Und das ist etwas, Herr Ministerpräsident, erinnert sich vielleicht noch an unsere Asienreise, als wir in Singapur waren oder in Japan waren, was diese Gesellschaften umgetrieben hat. Das war genau diese Entwicklung, die die Menschen überall und die Gesellschaften überall umtreibt. Weil natürlich diese Entwicklung viel mehr ist als Sozialversicherungssystem. Es ist die Frage, wie können wir diese Herausforderungen bewältigen? Und da gibt es aus unserer Sicht drei wichtige Themengebiete, die wir angehen müssen. Und dazu gehört eben auch eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen Menschen, die von außen kommen und hier bei uns bei der Wertschöpfung mithelfen, uns unterstützen, die hier arbeiten in unserem Gesundheitssystem, die im Sozialsystem arbeiten, die aber auch innovativ sind in der Industrie. Wir brauchen Menschen von außen, die hier Beiträge leisten, damit wir so wirtschaftlich arbeiten können. Das ist ein erster Punkt. Und dem darf man sich nicht verweigern, weil es zwingend notwendig ist, Arbeitszuwanderung zu organisieren, die auch ein Stück weit egoistisch sein kann, weil man nämlich Menschen auch zu uns holen möchte, die hier auch ihren Teil zur Wertschöpfung beitragen. Unabhängig davon ist die Asylfrage zu sehen. Das ist unabhängig davon. Sondern es geht um Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, bewältigen zu können. Da haben wir jetzt nicht so viele direkte Möglichkeiten, als Landesgesetzgeber einzugreifen, aber wir könnten über den Bundesrat auch deutlich mal Initiativen setzen. Andere Bundesländer machen das. Andere machen das. Und der zweite Bereich, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, gerade für uns Freie Demokraten, das ist natürlich die Frage der Digitalisierung, eine Erhöhung der Wertschöpfung, eine natürlich bessere und effizientere Art der Produktion, der Wissensvermittlung. Diese Digitalisierung hat aber eine Grundvoraussetzung. Man muss zumindest einmal einen Internetzugang haben. Das wäre schon einmal toll. Oder man bräuchte vielleicht auch einen Funkmast in der Nähe, wo man Daten versenden kann. Schon hier sind wir in Hessen nicht gut aufgestellt. Sie können jetzt sagen, in Deutschland sind wir aber doch auf Platz XXXX, aber wir konkurrieren doch nicht mit Bremen oder Hamburg oder Rheinland-Pfalz. Wir sind ein internationaler Wirtschaftsstandort. Wir konkurrieren mit der gesamten Welt. In dem Vergleich sind wir sehr schlecht aufgestellt. Da müssen wir viel mehr auf den Weg bringen. Das beginnt mit der Hardware, sage ich jetzt einmal. Das beginnt mit den Kabeln, mit den Funkmasten. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt Teil sein können in diesem Bereich. Aber es ist vielfältig. Es hat viele Facetten. Es verändert die Produktionsprozesse. Das heißt, wir müssen auch unseren Arbeitsmarkt anpassen an diese Situation. Es verunsichert Menschen. Also müssen wir überlegen, wie können wir den Menschen die Angst vor der Digitalisierung geben? Wie können wir es absichern? Weil sicherlich wird der Start-up-Unternehmer in Deutschland vielleicht anders sozialisiert sein als in Israel oder in Kalifornien. Der ist vielleicht, so sind wir geprägt, so ein bisschen sicherheitsverliebter, als dass die jungen Leute vielleicht da sind. Wir müssen Lösungen finden, die auf unsere Gesellschaft zugeschnitten sind und die trotzdem uns erlauben, daran zu partizipieren. Ich erinnere einmal den Ministerpräsidenten daran, es gab Zeiten, da sind von Hessen für den Arbeitsmarkt Impulse ausgegangen. Die wurden in Berlin gehört. Da war Hessen ein Bundesland, das hat in Berlin mitgestaltet. Das hat in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen ganz klar auch Marken gesetzt. Das würden wir uns auch wieder wünschen, dass Hessen diese wichtigen Themen auch in Berlin auf die Agenda setzt. Das wäre eine Herausforderung. Und wir sprechen natürlich bei der Frage der Digitalisierung der Landesverwaltung und der Verwaltung an sich sprechen wir von Hunderttausenden von Stunden Lebenszeit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Hunderttausende von Stunden Lebenszeit unserer Bürgerinnen und Bürger, die sie in Amtsstuben, die sie mit Ausfüllen von Formularen verbringen, was heutzutage einfach viel einfacher und technisch besser zu lösen wäre.
immer vorausgesetzt, man hat auch einen Zugang zum Internet oder die Möglichkeit, über eine Funkstelle ins Internet zu kommen. Und das sind Dinge, die uns umtreiben. Uns treibt auch um die Frage der künstlichen Intelligenz, die Frage von Big Data. Das sind einfach Fragen, die sind wichtig für uns. Und da kann auch Hessen mal Vorreiter sein. Also, es hat mich ein bisschen erschüttert, dass wir jetzt neuerdings nach Österreich fahren und gucken, wie da die Gesundheitskarte, die seit gefühlten 20 Jahren wir versuchen, in Deutschland einzuführen, wie dort eine Gesundheitskarte funktioniert. Wir wollen Digitalisierung von den Österreichern lernen. Das ist neu gewesen. Das ist auch nicht die zukunftsweisendste Art, in die Digitalisierung einzusteigen, weil die Gesundheitskarte in Österreich ist eine bessere Speicherkarte für verschiedene PDFs. Das ist nicht das, was wir uns eigentlich darunter vorgestellt haben. Aber trotzdem sind die noch weiter als wir. Die sind trotzdem noch weiter als wir. Und von daher, da gibt es so unfassbar viel zu tun. Und diese Landesregierung hat jetzt am Ende ihrer Regierungszeit hat man jetzt erkannt, man könnte ja mal ein Digitalisierungsministerium machen. Man könnte ja mal die Kompetenzen zusammenfassen. Jetzt mache ich mir wahrscheinlich auf der Regierungskampagne keine Freunde. Mir war nicht klar, dass der Ministerpräsident die Staatskanzlei zuständig war für die Digitalisierung. Das habe ich erst gemerkt, als wir hier im Landtag bekannt gegeben worden ist, dass jetzt der Finanzminister zuständig war. Da habe ich das gemerkt. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber so war es leider. Ich bin ja ein ehrlicher Typ, und dann muss man das auch mal sich eingestehen und muss solche Sachen dann auch mal sagen können. Also dieses Thema Digitalisierung, es ist eigentlich viel zu ernst, um hier einen Spaß darüber zu machen. Es ist ein Zukunftsthema für unser Land. Es ist ein Zukunftsthema für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen in unserem Land. Und dieses Thema ist hier fünf Jahre lang nicht wirklich auf der Agenda gewesen dieser Landesregierung. Und ich konnte auch nicht erkennen, ob es in der Zukunft auf der Agenda wäre. Bei uns wird es ganz oben auf der Agenda sein. Das können wir den Wählerinnen und Wählern versprechen in diesem Land. Herr Rock, Sie haben einen Blick auf die Uhr, bitte. Ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema Bildung. Nö. Da müssten wir noch viel mehr darüber reden. Aber durch diese Ausflüge in die Frage der Erhaltung der Demokratisierung und der Demokratie in unserem Land bin ich jetzt leider zum Thema Bildung nicht mehr so ausführlich gekommen. Aber wir haben morgen ja noch einmal ausführlich die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Da will ich das dann nachholen. Und ich finde, Herr Ministerpräsident, symbolhafte Feiertage für Demokratie sind nicht die richtige Antwort. Stärken Sie die Institutionen als Regierung und machen Sie unseren Rechtsstaat stark. Dann werden wir erfolgreich sein. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die CDU-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Boddenberg, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dem Vorsitzenden der stärksten Fraktion obliegt es, das ist gängige Praxis in diesem Hause, bei solchen Debatten zum Schluss das Wort zu ergreifen. Manche bedauern mich hin und wieder dafür, aber ich füge mich natürlich gerne. Weil es gibt mir die Gelegenheit, das alles, was gesagt worden ist, noch einmal zusammenzufassen. Und ich habe einmal gelernt, der erste Eindruck ist der wichtigste, der letzte ist der nachhaltigste. Also insofern gehe ich fest davon aus, dass das, was zum Schluss gesagt wird, am Ende auch Wirkung zeigt. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, eigentlich hätte ich Lust, mich aufzuregen. Ich habe mir fest vorgenommen, das nicht zu tun. Und will deshalb ganz sachlich nur zwei Punkte ansprechen, die Sie Ihrerseits thematisiert haben. Das erste klingt fast ein bisschen banal. Es geht um die Redezeit in einer solchen Aussprache zur Regierungserklärung. Wissen Sie, das sollten denn schon alle wissen. Und es ist nicht banal, weil Sie ja eigentlich die Strategie Ihrer Rede darauf aufgebaut haben, nämlich indem Sie sagen, ich will nicht länger als 20 Minuten diskutieren. Ich hatte Ihnen, glaube ich, vorgeschlagen, wir können gerne auch sehr viel länger. Also, Sie wollten nicht länger als 20 Minuten, um dann dem Ministerpräsidenten, der hat 22 Minuten gesprochen, ja, das stimmt. Also, um dann dem Ministerpräsidenten vorzuwerfen, was er alles nicht gesagt hat, um daraufhin, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, selbst zu keinem dieser Punkte auch nur ein Wort zu sagen. Das finde ich merkwürdig. Und ich finde, das darf man auch erwähnen.
Ich komme gleich schon noch auf Punkte, die Sie als Beispiele genannt haben. Ich will einen zweiten Punkt aufrufen, und der ist schon sehr grundsätzlich. Jetzt ist Kollege Rock gerade nicht da. Nee, das ist ja okay. Ich wollte Ihnen ja tatsächlich für einen kurzen Teil seiner Rede durchaus zustimmen. Nämlich, das ist schon die Frage, die René Rock angesprochen hat, dass vorgeworfen wird, mit wem man sich auf der Straße zu welchem Thema wie äußert. Und da sage ich zunächst einmal, für mich gehört es zur Freiheit eines jeden Demokraten dazu, selbst zu entscheiden, mit wem er welchen Protest formuliert oder mit wem er es eben unterlässt. Und jetzt muss ich noch einmal, da ich sehr zugegebenermaßen ärgerlich bin, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass Sie das angesprochen haben, auf Sie zurückkommen. Ich weiß nicht, ob Sie es bestreiten werden, aber ich meine mich zu erinnern, dass bei der Frage, was macht man hier in Wiesbaden auf der Straße, eine Veranstaltung, die der Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen initiiert hat, wir beide darüber gesprochen haben, dass das nicht so ganz unproblematisch ist, weil wir auch in Kauf nehmen müssen, dass es Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die dauernd erklären, dass alle Etablierten gegen sie sind. Darüber haben wir beide gesprochen. Und ich hatte den Eindruck, bitte korrigieren Sie mich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass Sie eigentlich zunächst der Meinung waren, dass man eine solche Veranstaltung sehr kritisch zu bewerten hat. Dann sind Sie hingegangen, das ist Ihr gutes Recht, aber es ist mein und unser gutes Recht, es anders zu entscheiden. Jetzt will ich das auch noch sagen, weil Sie auch Chemnitz und anderes angesprochen haben. Und hier geht es nicht um das Aufwiegen des einen schrecklichen Ereignisses mit anderen. Aber es gehört zur Debatte dazu. Und auch wenn es der Parteitag der hessischen CDU ist, also vielleicht Parteitage hier im Plenum nicht die zentrale Rolle spielen sollten, aber ich will es trotzdem tun und hoffe auf Ihr Einverständnis. Ich zitiere die Generalsekretärin der CDU Deutschlands auf diesem Parteitag, die, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt hat, dass es für den Polizisten, der mit Steinen beworfen wird, völlig unerheblich ist, aus welchem Lager diese Steine fliegen. Und deswegen wird es weiter so sein. Und deswegen wird es weiter so sein, dass ich jedenfalls auch darüber rede, dass linksautonome Kräfte in diesem Land in Hamburg 30 kg schwere Betonplatten aus dem 6. Stockwerk auf Polizisten geworfen haben, die unser aller Leben und unsere Gesundheit schützen wollen. Und der Tiefpunkt der Legislaturperiode, daran will ich schon noch einmal erinnern, ist ein Streit in diesem Hause gewesen, in dem eine Partei, nämlich die Fraktion der Linke, ich komme ja gleich dazu, nämlich eine Partei, die Linke, es bis heute, aber erst recht damals, nach den schlimmen Ereignissen an der EZB in Frankfurt am Main nicht bereit waren, sich absolut eindeutig und 100-prozentig von dem zu distanzieren, was dort passiert ist. Die Debatten können Sie alle im Protokoll nachlesen. Das ist nicht die Meinung. Das ist nicht die Meinung. Das ist nicht die Meinung des Fraktionsvorsitzenden der CDU, also meine alleinige Meinung. Das können Sie alles im Protokoll nachlesen. Sie können Herrn Schäfer-Gümbel dazu, Kollegen Wagner und auch Kollegen der FDP hören. Ich fand damals von Seiten der übrigen Parteien sehr glasklare und völlig unzweideutige Haltung zu dem, was dort passiert ist. Jetzt will ich ein Letztes sagen, und dann würde ich gerne über Hessen reden. Auch das kann ich nicht ersparen, weil die Großveranstaltung ja angesprochen worden ist mit 65.000 Zuhörerinnen und teilweise begeisterten Musikfans. Ich habe mich gefreut über den großen Teil dieser jungen Menschen, hauptsächlich junge Menschen, aber auch was weiß ich, Menschen jeden Alters, die dort waren und ein deutliches Signal gesendet haben. Aber ich finde es notwendig, wenn hier alle heute, wie ich finde, nicht alle, aber zumindest ich gehe mal und zitiere Kollegen Wagner, der davon gesprochen hat, dass man differenzieren muss. Wenn das so ist, dass wir das teilen, wir Demokraten, dann finde ich, muss es ebenso so sein, dass man, wenn dort solche Musikveranstaltungen stattfinden, ich jedenfalls für mich entscheide, dass ich nicht hingehe, weil dort vereinzelte Bands auftreten mit Texten, die völlig inakzeptabel sind. Und fürs Publikum, wenn dort Texte von Bands gesungen werden, die
ich zitiere, davon reden, dass die Bullenhelme, die sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Wenn dort an anderer Textstelle es heißt, die nächste Bullenwache ist nur einen Steinwurf entfernt, oder ich ramm dir die Messerklinge in die Journalistenfresse. Ich bitte sehr um Verständnis, dass ich dieses Vokabular im Hessischen Landtag zitiere. Dann bleibe ich dabei, ist es mein und unser gutes Recht, zu sagen, ich gehe dort nicht hin, ich akzeptiere aber, wenn Sie und andere das anders entscheiden. Das wollte ich vorweg sagen, weil Sie darauf eingegangen sind, und ich glaube, das gehört schon dazu. Der Ministerpräsident und andere auch haben sehr davon gesprochen, dass Menschen unsicher sind und Sorgen und Ängste haben. Das gilt nicht für Hessen speziell, das gilt für unser Land, das gilt für viele westliche Demokratien. Und diese Sorgen speisen sich in unserem Land sicherlich auch von dem, was in Europa passiert. Ich erinnere an den letzten Sonntag, aber auch an Ereignisse und Wahlergebnisse der letzten Jahre in europäischen Mitgliedstaaten. Wir stehen vor gewaltigen Umbrüchen der Europäischen Union, Stichwort Brexit, aber auch aus meiner Sicht in Teilen nicht akzeptables Verhalten von osteuropäischen Staaten, was die politische Führung anbelangt, den Umgang mit Rechtsstaatlichkeit, mit Pressefreiheit und anderem anbelangt. Die Menschen gucken Fernsehen und sehen, was auf dieser Welt passiert, und beobachten Herrn Trump, der aus meiner Sicht neben allem, was man sonst kritisieren kann, das wesentliche fatale Signal sendet, dass Politik die Justiz verächtlich macht und nicht mehr ernst nimmt. Das halte ich für das größte Problem dieses amerikanischen Präsidenten. Aber die Menschen gucken in diesen Tagen auch nach Idlib und sind wie ich erschüttert von dem, was sich dort abzeichnet. Wir sehen gerade und laufen geradezu auf eine neue menschliche Katastrophe. Und was mich und uns umtreiben sollte, ist die Tatsache, dass wir, die freien Gesellschaften, noch immer nicht die Antwort haben auf Despoten. Und da rede ich nicht nur von Herrn Assad, da rede ich auch von demjenigen, der ihm zur Seite steht, nämlich Herrn Präsidenten Putin. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier ist heute über die AfD gesprochen worden. Ja, ich finde, man kann das, und ich tue das, auch so sehen, dass die AfD ein willfähriger Helfer Putins ist. Wenn Herr Gauland erklärt, dass die Ukraine, die Krim nicht mehr zur Ukraine, sondern zur Russischen Föderation gehört und das auch so bleiben wird, dann ist ein völkerrechtswidriger Überfall jedenfalls offensichtlich für die Spitze der AfD legitimiert. Wer so Politik macht und solche Signale sendet, der ermuntert natürlich solche Diktaturen und Despoten dazu, einfach weiterzumachen. Das sind allesamt Dinge. Wir reden natürlich über die hessische Landtagswahl, aber wir reden heute, wie ich finde, zu Recht auch über das Klima und den Hintergrund, vor dem diese Landtagswahl stattfindet, die in diesen Tagen viele Menschen beunruhigen und besorgen. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir auch in Hessen dem Rechnung tragen und unsere Hausaufgaben machen. Und wenn der Ministerpräsident nicht 20 Minuten, sondern 2 Stunden geredet hätte, um all Ihre Fragen zu beantworten, hätte dieser Ministerpräsident sicherlich auch darüber geredet, dass beispielsweise die digitale Entwicklung in diesem Land, Herr Kollege Rock hat es, glaube ich, zumindest angedeutet, nicht nur eine Frage ist von Infrastruktur, sondern diese Landesregierung gerade, ich finde, einen wesentlichen Punkt setzt, indem sie sagt, wir müssen einen digitalen Ethikrat haben, also Menschen unterschiedlicher Betroffenheiten aus der Wissenschaft, aber auch aus unterschiedlichen sozialen Milieus, von Arbeitgeberseite, von Arbeitnehmerseite, die darüber reden, wie gestalten und strukturieren wir eigentlich diese digitale Welt. Künstliche Intelligenz. Google hat Algorithmen entwickelt, die dazu führen, dass vollautomatisiert Algorithmen andere Algorithmen verbessern und optimieren. Das ist das etwas abstrakte Beispiel, aber der Mensch, der in der Logistikabteilung eines großen hessischen Unternehmens ist,
und liest, dass er den Gabelstapler, den er heute noch fährt, möglicherweise demnächst nicht mehr fährt, weil es ein Rechner oder ein algorithmengeführter Rechner macht, und der Lkw-Fahrer das Gleiche empfindet. Also all diese Menschen und all diese Themen führen dazu, dass Menschen Sorgen haben. Deswegen finde ich, bei aller Kritik, die man selbstverständlich üben kann, dass unsere Infrastruktur noch einmal nicht die hessische, sondern insgesamt die nationale. Sie haben ja freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir im Vergleich da in Deutschland nicht schlecht dastehen. Aber all das führt dazu, dass Menschen, ich finde, zu Recht fragen, wo soll es denn hingehen? Wir haben uns in dieser Legislaturperiode vorgenommen, neben dem, dass wir dieses wirtschaftsstarke Land weiterentwickeln wollen, vom Flughafen bis hin zu Verkehr, Mobilität und all dem. Wir werden diese Woche Gelegenheit haben, noch über das eine oder andere zu reden, übrigens auch über die Fragen zu reden, die hier teilweise nur einmal angedeutet wurden, beispielsweise das von Herrn Rock thematisierte Thema des Zuwanderns von Fachkräften, der Frage auch der Asylpolitik, sichere Herkunftsstaaten. Das alles werden wir diese Woche haben. Übrigens Diesel werden wir auch haben. Die GRÜNEN haben dazu einen Sechspunkt gemacht. Ich finde es ganz in Ordnung, hier irgendwie den Vorwurf vorzutragen am ersten Tag der Plenarsitzungswoche, dass wir dazu nichts zu sagen haben. Das werden wir morgen diskutieren. Also die hessische Landesregierung, die CDU und Grün regierte Landesregierung, hat sich in dieser Legislaturperiode vor allen Dingen auch und gerade um diejenigen gekümmert, die vielleicht nicht ganz so gute Voraussetzungen und Chancen haben. Das können Sie in der Schulpolitik sehen. Ich bleibe dabei, es ist heute schon gesagt worden. Für mich ist einer der schönsten Erfolge der hessischen Schulpolitik, dass wir bei der Bewertung der Anzahl von Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, ganz vorne liegen in Deutschland im positiven Sinne. Eines der schönsten Ergebnisse von Bildungspolitik. Und ein weiteres tolles Ergebnis von Bildungspolitik, das will ich auch noch einmal sagen, ich glaube, ich habe es hier schon einmal erwähnt, ist, dass wir und das Thema Deutsch auf Schulhöfen ist thematisiert worden. Glauben Sie im Ernst, dass mir es wichtig ist, für mich persönlich, dass da Deutsch gesprochen wird, doch nicht, weil ich es gerne so hätte, sondern weil es vielleicht klug ist, dass wir Schulgemeinden bitten, darüber nachzudenken, dass da Sprache nun einmal der zentrale Zugang zu allem in unserer Gesellschaft bedeutet, auch dort eher Deutsch stattfindet, um das zu verbessern. Wir eine Debatte in diesem Land hatten, als mal vor 10, 12 Jahren der damalige Ministerpräsident und wir gesagt haben, wer in die Schule will und eingeschult werden soll, der muss ein bestimmtes Kompetenzlevel mitbringen an deutscher Sprachkenntnis, sonst hat er doch keine Chance, dazu geführt hat. Und was sind wir beschimpft worden damals? Dazu geführt hat, Herr Merz, Sie sind Sozialpolitiker, dass wir heute noch 18% Kinder von denjenigen andersherum, dass wir vor 10, 12 Jahren von den Kindern, die die erste Klasse wiederholen mussten, einen Migrantenanteil von 45% hatten und heute bei 18% sind. Das zeigt doch, dass Politik, dass all das, was wir in Wir-Programmen und in TH-Klassen usw. so machen, eine ganz zentrale Baustelle ist. Und wenn Sie jetzt sagen, was habt ihr in der nächsten Legislaturperiode vor, na ja, da werden wir und müssen wir noch besser werden, damit noch mehr junge Menschen, aber auch Menschen unterschiedlicher Generationen, die arbeiten wollen in diesem Land, die zu uns gekommen sind, nicht aus Spaß an der Freude, sondern aus bitterer Not, und die längere Zeit hierbleiben werden, damit diejenigen einen Arbeitsplatz finden. Und Frau Wissler ist jetzt gerade nicht da, aber ich gebe zu, es regt einen manchmal auf. Kann man sich nicht einfach einmal darüber freuen, dass von 45.000 Menschen, die zu uns gekommen sind, die in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, 15.000 jetzt einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben, meine Damen und Herren, ohne gleich wieder mit dem Thema prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu kommen. Und das ist das, was die Menschen auch umtreibt in unserem Land, dass dort Stimmungen aus politischer Opportunität heraus, Stimmungen erzeugt werden, dass jeder, ich finde, auch noch so gute und wichtige Erfolg am Ende klein und schlecht geredet wird. Deswegen bitte ich an der Stelle dafür um Verständnis, dass ich das auch laut und deutlich sagen muss. Ich lasse jetzt alles weg, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. 100 Millionen Sozialbudget. Wir werden noch Gelegenheit haben, diese Woche über vieles zu reden, was wir dort ja auch verändert haben. Ja, wir haben 2005, da waren die GRÜNEN nicht dabei, da waren wir in der absoluten Mehrheit, die Frage der Generationengerechtigkeit beantwortet. Sie können das falsch finden. Aber ich finde, dass
Sorgen die Menschen haben und gerade junge Menschen haben. Was passiert denn eigentlich, wenn man jedes Jahr weiterhin wie in den letzten 30 Jahren 500 Millionen, 800 Millionen, 1 Milliarde neue Schulden macht? Und da das gleich vielleicht noch kommt, Sie haben sich ja zu Wort gemeldet, wird wahrscheinlich auch wieder kommen, naja, ihr habt mehr Schulden gemacht als wir. Ich habe darauf immer erwidert, dafür haben wir siebenmal so viele Länderfinanzausgleich eingezahlt und wir hätten 20 Milliarden Schulden abbauen können, wenn das nicht wäre, aber alles geschenkt. Lass uns doch trotzdem weiter darüber streiten, was wir uns leisten können, was wir uns leisten müssen, gerade um schwächere Menschen zu unterstützen und zu fördern, ohne aber dabei aus dem Auge zu verlieren, dass die Generationengerechtigkeit eben auch eine zentrale Frage ist und kein Selbstzweck. Die Schuldenbremse in der hessischen und in der bundesdeutschen Verfassung, die haben wir nicht einfach aus DAFKE entschieden oder nicht deswegen entschieden, weil wir Menschen ärgern wollen, sondern weil es so wichtig ist, dass Menschen wissen, dass sie auch in Zukunft darauf vertrauen können, dass der Staat und die öffentliche Hand handlungsfähig sind. Und ich will ein Letztes sagen in dieser Plenarsitzungswoche. Wir haben noch ein paar Tage, und es gibt ja auch noch Termine nach dem 28. Oktober. Insofern ist das heute keine Schlussrede eines der Fraktionsvorsitzenden, aber noch Freude, über andere Themen dieser Woche zu diskutieren. Aber da es die Generaldebatte ist, will ich es trotzdem sagen dürfen. Losgelöst von den beiden Parteien, die es betrifft, nämlich CDU und GRÜNE, die in dieser Legislaturperiode zusammengearbeitet haben und die in dieser Legislaturperiode gezeigt haben, dass manche Scharmützel und Grabenkriege und ideologische Auseinandersetzungen der Vergangenheit nicht unter Aufgabe der grundsätzlichen eigenen Position, aber in einer Zusammenarbeit unter Vertragspartnern auf Augenhöhe auch einmal zur Seite geschoben werden können, um das Wesentliche zu erreichen, nämlich eine Politik zu machen in diesem Land, bei denen die Menschen erkennen, die sind ja handlungs- und in der Lage, gestaltungsfähig, dieses Land nach vorne zu bringen. Und ich finde, das ist ein großer Wert, Herr Warnke. Danke für Ihre Zwischenrufe aus der letzten Reihe. Ja, das können Sie mit humoristischen Einlagen. Das ist ja so ein bisschen Ihr Charakter, den ich aber ansonsten ganz okay finde. Das können Sie ja so kommentieren. Aber ich finde schon, es ist ein Wert an sich, dass das gelungen ist und dass wir am Ende dieser Legislaturperiode sagen können, dieses Land Hessen steht in Summe gut da, ohne dass wir jemals behaupten würden, dass alles schon erledigt ist. Und ohne dass wir behaupten würden, dass es nicht Menschen gibt, die es schwer haben und dass es nicht weiter so sein muss, dass wir uns um diese Menschen kümmern. Ja, wir haben noch Langzeitarbeitslose in diesem Land. Und es treibt mich weiter um, zu hören, dass hier Frau Wissler von jungen Menschen redet, die keine Perspektive haben oder in die prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, die in befristeten Arbeitsverhältnissen sind. Ja, ich gehöre einer Partei an, die immer gesagt hat, die Flexibilität des Arbeitsmarktes, die ist in gewissem Umfang notwendig. Und wir werden weiter hingucken, wird das von der Wirtschaft so genutzt, dass es dem Ziel dient. Das ist doch ein Streit, den wir gerne weiterführen können. Aber lass uns doch am Ende dieser Legislaturperiode jedenfalls eins verstehen. Der Ministerpräsident hat recht. Noch nie haben in diesem Land gerade junge Menschen so viele Perspektiven gehabt. Jeder findet einen Ausbildungsplatz. Jeder findet auch einen Platz, sein Studium zu absolvieren, vielleicht nicht immer dort, wo er will. Aber wir können den jungen Menschen von heute sagen, wir sind dabei, Sünden der Vergangenheit aufzuarbeiten. Das ist die Haushaltskonsolidierung. Wir schöpfen Kraft, dass auch ihr noch gestalten könnt. Und ihr habt Zugang zur Bildung. Wir haben Sackgassen und Stoppschilder weggebaut. Ich bleibe bei dem wichtigen Beispiel, dass heute auch in der beruflichen Bildung Abschlüsse erreicht werden, die zum Studium berechtigen. Und das machen ja auch einige, und das ist auch gut und wichtig so. Großer Strich drunter. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zustand dieses Landes. Aber ich bin noch gemeinsam mit meinen Parteifreunden, und ich nehme den Ministerpräsidenten natürlich dort mit in Anspruch, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten der Meinung, diese Zufriedenheit können wir heute und jetzt am Tag feststellen, aber gleichzeitig auch die Kraft, den Mut, die Kreativität haben und in Programme niederlegen und in den nächsten Wochen auch diese Dinge zum Streit führen, um zu zeigen, wir haben ganz viel vor mit diesem Land. Es gibt viel zu tun in diesem Land.
und wir bewerben uns darum, dass wir auch die nächsten fünf Jahre dieses Land weiter maßgeblich gestalten können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und weil wir gerade oder ich dabei sind, auch an der Stelle mal herzlichen Dank für die in aller Regel faire Auseinandersetzung hier im Hause. Da beziehe ich eigentlich alle Oppositionsparteien mit ein. Und bei der Gelegenheit auch herzlichen Dank an unseren Koalitionspartner. Wir haben noch ein bisschen zu tun. Die Legislaturperiode endet am 18. Januar 2019. Bis dahin wollen wir fleißig arbeiten und in dieser Woche noch trefflich streiten. Danke für Ihr Zuhören und einen schönen Abend. Danke, Herr Boddenberg. Ich habe die Danksagung jetzt mal nicht unterbrochen. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Lieber Michael Boddenberg, ich habe mir abgewöhnt, mich über euch zu ärgern. Aber dennoch will ich gerne zu zwei Punkten etwas sagen. Erstens, ja, wir haben über die Frage dieser Demonstration geredet. Und ja, ich bin nicht restlos von der Klugheit dieser Demonstration überzeugt gewesen. Deswegen habe ich dort auch eine andere Rede gehalten, als viele erwartet haben. Genauso wenig war allerdings auch, nachdem ich die Regierungserklärung gelesen habe, vom heutigen Tag von der Klugheit dieser Regierungserklärung, auch und gerade im Umgang mit den Rechtspopulisten, nicht überzeugt. Und das war der Gegenstand meiner Ausführungen. Zweitens. Bei der Frage der Operation düstere Zukunft ist mein Problem nicht gewesen, über Generationengerechtigkeit zu reden, sondern manche Vorgänge innerhalb dieser Operation düstere Zukunft für mich weder politisch noch anders wie nachvollziehbar waren. Beispielsweise, wenn man auf der einen Seite Mittel für die Migrationsberatung und die Frauenhäuser streicht, aber gleichzeitig mit einer windigen Konstruktion versucht, für die Geweihsammlung im Schloss Odenwald in Erbach die Mittel zur Verfügung zu stellen. Das ist zumindest ein Problem gewesen. Und damit komme ich zur letzten Bemerkung, damit das für mich, weil ich, wir haben ja über die Frage Blockupy hier in der Tat geredet. Und ich habe viele Rückmeldungen aus Ihrer Fraktion bekommen nach meiner Rede zum Thema Blockupy. Ich habe auch Rückmeldungen aus der Linken bekommen, die deutlich anders waren. Haltungsfragen dürfen niemals taktisch sein. Und das ist mein Problem mit deiner Bemerkung oder mit Ihrer Bemerkung zum Thema feine Sahne Fischfilet, weil das ist ja die Band, um die es geht. Ich sage das deswegen so klar, weil am 13. August 2016 die Generalsekretärin der Bundes-CDU, Annette Kramp-Karrenbauer, auf dem Rocco del Schlacco-Konzert war, auf dem feine Sahne Fischfilet ausführlich gespielt hat und danach auf Twitter geschrieben hat, einfach nur wow. Und da Haltungsfragen für mich nicht taktisch sind, ist das ein Punkt, den ich bis heute nicht verstehe, warum sie vor zwei Jahren das alles super fand, aber dann im Umgang mit Chemnitz an dieser Stelle eine solche Debatte anfängt. Es tut mir leid. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Herr Boddenberg, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Herr Präsident. Gut, also wir gehen beide davon aus, dass die Generalsekretärin der CDU Deutschlands auch bei uns ist, was die Ablehnung solcher Texte anbelangt. Und ich glaube, sie hat sich zu dieser Frage erklärt. Und ich bleibe auch dabei bei dem, was ich eben gesagt habe. 65.000 Leute sind eine gewaltige Demonstration von Menschen, die sagen, wir sind mehr. Aber es kann nicht dazu führen, und das war ja der Ausgangspunkt der Debatte, den Sie angesprochen haben, dass ich da mitlaufen muss, wenn ich sage, da finden Dinge in Teilen statt, die ich für nicht akzeptabel halte. So, und ich glaube, das sieht die Generalsekretärin genauso, und deswegen ist der Punkt aus meiner Sicht mit dem Häkchen zu versehen. Ich will nicht noch einmal auf die Operation sichere Zukunft eingehen. Ich habe ja gesagt, man kann darüber streiten, wenn Politik Prioritäten setzt, wenn Politik aus Sicht der Opposition an falscher Stelle Einsparungen vornimmt. Sie haben angesprochen, oder ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, wer es war. Da ging es um den ländlichen Raum, dass wir Behörden zusammengelegt haben. Hier sitzt der Kollege Hahn, der hin und wieder, oder Kollege Bellino, das auch in den eigenen Reihen kritisiert. Das ist doch gar keine Frage. Ich habe nur darüber gesprochen, dass wir als CDU antreten, um dieses Land zukunftsfähig zu halten. Und dazu gehört bei uns als wesentliches Merkmal die Haushaltskonsolidierung. Alles andere ist schöner. 45.000 damals und durchaus auch mal ein paar Tausend zwischendrin, jetzt in dieser Legislaturperiode auf dem Dernschen Gelände in Wiesbaden. Kollege Wagner, ich meine mich zu erinnern, wir sind da beide auf der Bühne gestanden und für
Kollegen Wagner war es eher eine neue Erfahrung, für mich schon eine etwas gewohntere Erfahrung. Es gibt Schöneres im Leben, als Haushalt zu konsolidieren. Das klingt übrigens auch so technokratisch und ist ja eigentlich etwas, was irgendjemand machen soll, aber natürlich am Ende auch Menschen betrifft. Deswegen sage ich, diesen Streit bin ich, sind wir bereit zu führen, nämlich Prioritäten zu setzen. Wir haben hier über die hessische Wirtschaft diskutiert. Sie werden sich erinnern, dass ich auch denen gesagt habe, bitte nicht mit drei Zielen zusammen in einem Topf kommen und sagen, löst das mal, nämlich ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon, aber Schulden senken, abbauen und Steuern senken. Das kriegen wir, Kollege Wagner hat dazu ausführlich gesprochen, beim letzten Mal irgendwie nicht zusammen. Das ist Aufgabe, die Gestaltungsaufgabe von Politik. Und zu dem letzten, Herr Präsident, der DGB-Veranstaltung. Ich habe Ihre Rede nicht gelesen. Es mag ja auch alles sein, dass das so gewesen ist, wie Sie es eben vorgetragen haben. Ich bleibe nur bei dem, dass ich nicht so ganz redlich fand, dass Sie so getan haben. Ihr geht da nicht hin, weil ihr seid nicht Teil dieses Widerstandes. Wir gehen hin, um vorher mir gegenüber selbst Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Veranstaltung zu haben. Das fand ich nicht in Ordnung. Deswegen habe ich es angesprochen. Vielen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Es ist beantragt, dass jetzt der Ältestenrat zusammentritt. Deswegen unterbreche ich die Sitzung und rufe den Ältestenrat in den Raum 100a ein. Die Sitzung ist unterbrochen.